sind wir beim nächsten Game. Und ich habe den Norman dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an, wir gucken, ob ich es zusammenkriege, Jurion Grixis Duck Faden, Punishing Duck. Genau. Richtig? Okay. Gegen Elfen. Ja, Elfen, erstmal ganz kurz dazu. Elfen hier ganz, ganz normale, straight up, grün-schwarze Green Sunset Deck. Ohne Yamiyaba. Ohne Yamimaya? Okay. Ja. Und ohne Grist, glaube ich, weil Grist wurde daheim vergessen, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, und auf der anderen Seite, ja, Jurion Grixis Punishing Duck. Ja, genau. Also es sagt eigentlich alles. 80 Kartenhaufen in Grixis Farben mit Punishing Fire, Duck Faden und Jurion. Jo. Und eine Menge Grixis Kontrollsachen wahrscheinlich. Ja. Dazu das Deck-Tech machen wir morgen. Jo. Das kommt morgen online. Elfen versuche ich noch reinzukriegen. Ich weiß, ein paar Leute haben unter den Videos immer wieder nach Elfen gefragt und ich versuche, Elfen vor die Kamera zu kriegen. Das ist aber nicht so einfach. Das sind windige kleine Viecher, diese Elfen. Richtig, die verstecken sich immer auf Bäumen. Nein, ich probiere das Beste, was ich machen kann, um Elfen nochmal vor als Deck-Tech zu bekommen und euch das vorzustellen, aber ja, geht halt aktuell leider noch nicht. Auf der anderen Seite, Punishing Duck, wie gesagt, kommt morgen. Das hat das letzte Mal mit Curses sehr, sehr gut funktioniert. Da haben wir auch erstmal ein Dummes spielen lassen und dann das Deck-Take machen lassen. Das ist so viel chilliger, wenn ich nicht die ganze Arbeit machen muss. Was? Ja. Ponder ist hier. Ich sehe auf jeden Fall einen. Gott-V.O. Gott-V.O. Ja, Gott-V.O. Wow. Ja. Ja, oder Pharao-Gott? Mein Gott, Pharao. Oder Pharao. Auf jeden Fall den Nicol Bolas. Genau, der Nicol Bolas. Brainstorm. Dann sein. Das? Ich glaube, das war bei Elfen mal. Ja, vor allem, wenn da jetzt nichts bei rumkommt. Außer man hat als zweites Land ein Cradle League. Ja, stimmt. Dann quetscht man auf eine Dryad und geht dann in 2-Mana-Turn trotzdem Turn 2 oder sogar mehr. Man kann dann hier ein Elft spielen und 4-Mana. Man kann hier Iteration. Jetzt Iteration zünden ist Iteration halt so. Macht halt nicht so viel eigentlich. Weil Iteration will man ja zocken, wenn man noch ein Land spielen kann. Gerade in solchen Kontrolllisten. Da kommt aber was. Sehr, sehr zögerlich. Und Brainstorm. Okay. 1, 2, 3. Das ist der Double Masters Brainstorm, ja, richtig? Double Masters. Expedition nicht. Nee, in den 100€ Booster vorhanden. Ja, da sind noch 2 Force auf der Hand. Ja. Das ist der Bolas, der jetzt, glaube ich, weggeschippt wird. Ja, Bolas geht weg. Der Duck Faden, der auf der Hand ist, bleibt wahrscheinlich da. Land um Bolas. Jo. Auf der anderen Seite bei Elfen, wie gesagt, ich habe auf jeden Fall den Symbioten gesehen. Das heißt, er hätte mindestens einfach den Symbioten droppen können. Ja. Okay, jetzt wird noch mal was ganz anderes weggelegt. Okay. Der Bolas ist noch auf der Hand. Oh. Aber der Duck ist weg. Da kann sein. Ja, Elfen wird jetzt... Okay, es ist wirklich Fetch Dryad. Ist irgendwo ein Push? Nee. Bolt? Nee. Nee, Punishing Fire auch nicht. Ja... Das ist halt echt doof. Du brauchst deinen Removal gegen Elfen. Ja, auf jeden Fall. Matchup mit seitdem der scheiß Shepard draußen ist noch mehr. Ja, es ist halt der ganze unblockbare Kram macht halt. So, Glimpse, Symbiot. Das ist auf jeden Fall. Ist das erst eine Quelle? Das erste eine Quelle. Natural Order, einen Caribbean Ranger. Jo. Ja, das ist Cradle oder Bayou. Ich glaube, ich würde hier das Bayou sogar zocken. Oder nimmt man Cradle? Man könnte halt. Ja, Bayou. Und dann einmal einen Elfen, der in Forest bounced. Das ist sehr, sehr stark. Der wird sogar geforced. Krass. Ja. Pitch. Ja, Gott, war auch nicht gut, glaube ich. Nee, ich glaube auch nicht. Den kann man nicht wegtun. Nee. Oder man hofft, dass man auf den... Ach, das ist zu hoch. Also da würde ich schon... Oh, okay. Wird das zweite Force genommen. Da hätte ich den Gottfahrer wahrscheinlich genommen. Okay, ist noch auf der Hand. Das ist die Frage. Ja, Beat Fine. Nee, nicht Beat Fine. Oh! Okay. Top von Mana. Den hätte man wahrscheinlich auch gerne geforstet. Fetch Iteration. Ja, Fetch Iteration klingt noch im Plan. Ha. Ist die. Ja. Ist das ein Fetch? Ja, würde ich auf jeden Fall fetchen. Fetch Iteration ist schon, denke ich, der Way to Go. Ja, mir ist halt jetzt das One-Off.
Mainboard, Black Engineer. Das wäre natürlich nice. Oder natürlich einfach ein Punching Fire. Oh ja, Punishing Fire macht da auch eine Menge. Ja, gegen Elfen auf jeden Fall, gerade wenn man so ein bisschen was machen kann. Interessant, also hier ist ja wirklich nur dreifarbig, kein Grün drin, kein Uro-Gedöns, kein Endurance-Gedöns. In der Mana-Base ist Grün und Weiß zusätzlich noch, halt durch die Grooves und durch einen Karakas. Ja. Argross Rampage. Opfer mal eine Kreatur. Ach, kann man Kreatur opfern, ja. Dann... Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber wahrscheinlich, weil er das andere noch Mana macht. Da ist ein Mana-Elf, das könnte Glimps gehen, da könnte man vor Glimps gehen. Ja, jetzt beißt man sich wahrscheinlich in den Arsch. Ja, dass man den Gottpharao jetzt auf der Hand hat und kein Force. Ja. Autsch. Ihn. Karte ziehen. Draw. Das Elf? Helfen die helfen. Ne, ist ein Fetchland. Shit. Uncool. Wenn man jetzt mit Iteration was Cooles hittet, kann man Ponder noch vorher absetten. Ich weiß nicht, ob ich erst Iteration gespielt hätte, dann Ponder. Das ist halt jetzt die Frage. Jetzt will man eigentlich ja noch was spielen, ne? Ja, also auf jeden Fall das Growth ist halt drauf. Oh, das ist halt jetzt bei den Elfen. Ja, das ist bitter, vor allem, weil man halt einfach jetzt hier. Man hätte halt ein Draw mehr gebraucht. Ein Draw mehr. Das Glimps für eins ist halt auch so. Ja, es ist halt Cycle. Jo. Es war halt ein Cycle. Kann man halt auch machen, passiert öfter als man denkt mit dem Elfendeck. Aber wenn die Glimps-Chain einmal kommt, dann geht es automatisch. Kommt die heftig. Ja, am besten ist natürlich in den einen Elfen rein, der einem auch. Dings, das war ein Drown-Loch, oder? Das ist ein Drown-Loch. Hier könnte man fast schon für das Drown-Loch, glaube ich, gehen. Oder das aufbewahren, weil man für einen Green Sunsenit oder einen... Wie viele Karten sind im Friedhof? 4 Karten im Friedhof. Yes. Deshalb. Oder man geht halt für die Iteration. Ja, mit der Iteration kann man halt noch ein Land finden, man hat noch keinen Land-Drop gehabt. Ja. Das stimmt. Oder man drownt halt jetzt den Elfen, also zerstört den Elfen. Ja. Das wäre halt, ja, ist halt beides eine gute Option. Ist beides eine gute Option, ist die Frage. Land. Man hat noch keinen Landdrop gehabt, das ist eins Positives an der Sache. Duel auf die Hand, Basic on Bottom. Fetch gespielt, ja. Das ist halt jetzt genau die Iteration, die man nicht finden wollte. Ja. Ja, wird genau so gemacht. Ja, genau, also das ist die Iteration. Es war tatsächlich ähnlich wie das Ponder. Das Ponder waren auch drei Länder, oder? Ja. Wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, man kann halt 3 Karten nehmen, was halt super ist. Aber das kann halt jetzt gefährlich werden. Ja, wenn man jetzt überlegt, die Natural Order ist ja auf der Hand. Wenn man jetzt keinen Counter auf der Hand hat, das sieht mal ziemlich alt aus. Ja, man kann hier den Elfen spielen, man kann für die zweite Dryad fetchen, man kann die eine Dryad in Ding hauen und kann für 18 hauen gehen. Das ist theoretisch Liefel. Ja. Bei Elfen. Stark. Das war halt dann so, Ponder zeigt dir den Mittelfinger und Iteration zeigt den anderen. Nochmal, genau. Also das ist schon, das ist halt das Krasse bei Elfen. Das ist halt so, seine Hand war halt super mies und so ein Top-Deck von einem random Elfen macht das Liefel. Das ist halt, es ist so ja, plus strange. Auf der anderen Seite muss man dann halt auch sehen, Punishing Duck wäre nächste Runde so weit gewesen, den Bolas zu legen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Sehr wahrscheinlich, je nachdem. Was war das für ein Duel? War das ein Volcanic dann nicht? Aber nee, ansonsten. Ich glaube, es war ein Volcanic, ja. Ja, dann. Nee, man kann das Rot da rausnehmen, das geht schon. Rot, Blau, Schwarz, Schwarz. Ah, nee, es liegt nee, schon Volcanic. Schon Volcanic liegen, aber ja, trotzdem. Das gibt Kraderhof gibt einen Kreaturen plus x, wobei x die Anzahl an Kreaturen ist, die man hat. Und dann hat man 3 Attacker. Das sind für 5, für 10, für 18. 19. Er selber ist ja 5-5. Stimmt. Und kriegt plus 4 plus 4. Da wird auch geschoben. 19 Damage, krass. Das ist halt ein Top-Deck von einem random Elfen, den man noch nicht mal braucht. Ja, das ist halt genauso wie ich mit Prison, irgendeinem Prison-Deck auch immer schon dagegen kotze, weil. Ja. Der scheiß andere Elf macht halt Chalice total nutzlos. Ich habe jetzt schon gesehen, dass mehrere Leute, die im Sideboard Turbo-Orbs haben, anfangen, Turbo-Orbs gegen Elf zu spielen. Stimmt, einfach nur, weil es ein paar der Elfen ein bisschen rausnimmt. Den Kartu-Elfen, den Kraterhuf. Den Kraterhuf. Und das reicht dann schon.
Ja, dann hast du, musst du auf den Progenitus gehen. Genau, Progenitus oder den, den Shepard. Ja. Der allen Elfen plus 5 plus 5 gibt. Nee, auf 5, 5 setzt. Oder? Ja, der gibt, der setzt die auf 5, 5, genau. Ja. Hier haben wir Mulligan. Ich glaube von beiden. Kann gut sein. Ich hab's gerade nicht. Aber ist halt, ja, Torpor Orb ist gegen Elfen halt auch. Ja. Wenn die Rexage haben, ist das auch immer noch gut. Ja, das stimmt. Also wenn sie das Sideboard haben, ansonsten haben die ETB-Effekte. Sonst nur den Draw. Ja, Draw und Card Hope. Aber das sind halt zwei Effekte. Das eine ist halt einer der Finisher und das andere ist halt ein, ja, eine ongoing Plage für jeden Spieler. Ja. Beide einen drunter. Da ist auf Infamponna, Ponna. Und das andere war ein Prismari-Command. Prismari-Command, ja. Okay, krass. Was ist da alles für Karten drin? Das ist ein Riesenhaufen. Ja, es sind 80 Karten. Es fühlt sich fast an wie Commander spielen, nur dass man die Karten halt cool viermal spielen kann. Ja. Und bei Elfen haben wir mehrere Fetchländer ohne Cradle, habe ich gesehen. Das, das wirkt nicht so geil. Und Shepard, das ist wiederum sehr, sehr geil. Das ist sehr, sehr geil, das stimmt. Die Frage, ob man hier wieder den Weg geht, ja, tut man. Ja, wahrscheinlich, damit man die Cradle im Zweifelsfall nutzen kann. Ja, ja, vor allem, weil die halt in Turn 2 halt 2 Mana produzieren lässt. Ist schon gut, weil man einfach ein Soul Land hat. Ha. Fetch auf Basic? Basic. Wahrscheinlich Island. Island. Da stand Großfakt drauf. Ziemlich safe, ne Island. Ja. Man muss auch, ich glaube nicht, dass Elfen, ach, die haben die Wastelands aktuell im Sideboard. Nee, die Zeit sind rum. Die Zeit sind rum, aber Zeiten gab es. Ja, Elfen machen sowieso so weirdes Zeug manchmal. Ja, vor allem im Sideboard manchmal. Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, es ist so straight und es ist eigentlich genau das Matchup, was Elfen haben möchte. Es ist ein Dirtle-Deck, was durch seine 80 Karten weniger Removal zieht, weniger Forcible zieht. Ja, du hast halt mehr Fluff drin, also mehr, genau, mehr Luft. Und das ist ja eigentlich genau das, was Elfen auch möchte. Ja. Deswegen würde ich schon sagen, dass hier insgesamt Elfen Favorite ist, oder? Ja, würde ich generell, also generell auch, wenn ich, bei welchen normalen Grixis Haufen spiele, der Discard actual auch noch hat, weil der hier hat keinen Discard, kann, ist das so ein bisschen ausgewogen und du findest halt viel schneller deine Outs, also im normalen Haufen. So hier, boah, die Punishing Fire, also wenn Punishing Fire läuft, ist halt... Das tut weh und halt natürlich, nicht zu vergessen, du spielst schwarz. Schwarz bedeutet automatisch Pleco Engineer. Black Engineer sagt halt Elfen an und alle Elfen kriegen minus 1, minus 1 und... Da hab ich schon einen Rüllen umgefummelt. Bei Elfen passiert nicht das meiste. Er ist die Frage, weil er kann halt sehr, sehr viel machen. Er muss halt schauen, wie er es Mana effizient macht. Er kann halt... Ja. Und bei Elfen halt das A und O. Ja, er kann halt Shepard, Cradle, Dinge gehen. Oder Natural Order war sogar auf der Hand. Ja, ja, genau. Oder er geht halt einfach Land, Nächster und weiter. Oder er kann versuchen mit Glimpse, wenn er einen auf der Hand hat, noch versuchen, was durchzuziehen. Ich glaube, ganz hinten war ein Glimpse. Deshalb ist es schon nicht so einfach. Hier, by the way, sehr, sehr schön, wie Basti das macht, die Dryad aber noch vorne zu legen. Ja. Was mittlerweile ja sogar wichtig ist. Dann hat man das Glimpse aus dem... Yes. Draw. Bounce. Entap den anderen Dude. What? Da hätte man den Shepard bouncen können, eine Kreatur enttappen können, den neu casten können. Ja. Außer man möchte den beschützen vor einem Removal, was ich sehen kann gegen Grixis. Ja. Dass man den im Notfall bouncen möchte. Oder bouncen. Ja, okay, aber in der Runde wäre eh nichts mehr passiert. Ja, das vielleicht aber nicht. Aber sagt der Symbiot nicht, dass man nur. Nee, man enttappt eine Creature, muss einen Elfen auf die Hand nehmen, ne? Genau. Deswegen kann man damit halt Dryad Arbor enttappen. Das ist Banane, ja. Was noch bescheuerter ist, ist dadurch, dass das Hermiaba ja jetzt mit on board ist, dass man einen Wald bouncen kann, der eine Cradle ist. Ja, ja, ja. Und das ist halt auch ein bisschen behindert geworden mittlerweile. Ja. Also das Deck, das hat schon so viel jetzt gekriegt, das ist irgendwie nicht mehr schön. Ja, echt so. Muss man einfach sagen. Was passiert da jetzt? Oh, die Lodge.
ich konnte das nicht erkennen. Muss ich ehrlich sagen, ich konnte es das nicht. Das ist ja erkennen. Auch so Double Masters Artwork. Mhm. Das ist halt Toxic Dealer Schnüffer 1. Hast du ein Leben bezahlt in dem Moment? Ja. Ja. Das war drin. Das sind zwei Fetches. Ja, Cradle ist natürlich bitter. Jo, Cradle macht halt jetzt 0 Mana. Das ist ein Card Drive, das ist auch bitter. Mhm. Ist die Frage, ob man hier jetzt nicht einfach Go sagt, aber Basti macht noch was? Ich glaub, man könnte halt die zweite Drive fetchen im End of Turn, hätte nächste Runde ein Mana mehr, oder man legt halt jetzt den Shepard, aber dann ist der Shepard halt ohne Schutz. Ja, das ist halt nicht so geil. Und da liegt ein Prismari-Command auf der Hand, also... Das weiß der Elfenspieler ja hoffentlich nicht. Ja. Jetzt ist die Frage, ja. Man hat auch keinen Symbioten zum Backup. Ja. Sind halt so... Brainstorm. Okay, Brainstorm in dem Moment ein bisschen... Da war auch ein Punishing Fall. Ja. Da ist jetzt halt... Boah, jetzt Punishing Fall. Ist kein Fetchland dabei, wo? Weiß ich gerade gar nicht. Doch, da. Zwei Basics und Fetchland. Stark. Ja. Wirklich stark. Und Scrove. Und Scrove war toll. Ja. Ich hatte die letzte Karte nicht erkannt, weil es Scrove war, was ich nicht gut genug kenne vom Artwork. Ja, es ist Zendikar Rising Expedition. Okay. Ja, jetzt natürlich für Elfenspieler, das ist jetzt, das ist jetzt die Hölle. Das ist jetzt Spaß auf ganzer Ebene. Ja, das ist meine pure Theorie, wird hier gerade wieder bestätigt. In Magic gibt es 100% Spaß. Wenn du 100 hast, hat der Gegner 0. Ja, dann wird mir immer wieder gesagt, dass diese Anmerkung falsch ist. Dass auch alle am Tisch Spaß haben können. Dann sage ich immer, ja, dann haben halt alle 50% Spaß. Aber also ich kenne das aus meinem ersten Matchup an von dem Tag, wo ich gegen Sina gespielt habe und Burn in die Overtime getrieben habe. Also ich hatte Spaß, Sina hatte. Und mit einem Godfarrow gewonnen hast. Bingo! Wenn du ultit hast und da waren keine legendären Kreaturen oder Planeswalker in diesem Burn-Deck. Nee, wäre schwierig geworden. Ja, deshalb. Das ist schon witzig. Ja, mehr Rot. Rot ist wichtig jetzt, weil man jetzt halt dann irgendwann anfangen kann, ein-, zweimal Punishing Fire zu schießen. Genau, schieß auf dich. Ja gut, jetzt kann man ja fast schon hingehen und sagen, go. Das ist ja... Das ist... Kann man machen. Das ist jetzt die Frage, was man noch auf der Hand hat. Was war das? Prismarik ist ein Push, genau. Okay. Jetzt hat man alle den Removal, die man haben will, ne? Ja, das stimmt. Das stimmt. Das wird man jetzt nicht wegkriegen, gerade Hof und ein Pyrogenitos. Man muss nur oft genug auf den Geradehof schießen. Boah, Alter, die Mathe will ich mir nicht dann antun. Nee, du musst dreimal schießen. Dafür brauchst du zwei Growth und einen Punching Fall. Uff. Du musst halt auf den ETB den Ding killen. Ja, das stimmt. oder ich nehme Drown in ein Loch. Das macht, das macht jetzt wahrscheinlich sogar. Also, das ist das Schöne am Drown in ein Loch. Es macht beides: ja. Countern und zerstören. Aber der Friedhof ist halt wichtig dabei. Ja, das stimmt. So, was haben wir da jetzt noch? Wahrscheinlich der Cartwolf. Der Cartwolf. Oder nicht? Oder doch? Es ist halt für Elfen jetzt echt ätzend. Ja, gerade durch Punishing Fire wird das halt wirklich anstrengend. Ja, dann du. Dann schießt dir ein Leben. Kriegst du einen Schaden. Schießt dir einen Schaden. Ja. Das ist halt so witzlos. Ja. Ich meine, für die Leute, die es nicht kennen, Punishing Fire, zwei Schaden. Und wenn ihr ein Leben kriegt, kann man das halt aus dem Friedhof wiederholen. Was halt der Wahnsinn ist. Ja, mit Growth of the Burn Willis generierst ein rotes Mana und machst ein Leben. Richtig, dem Gegner. Und damit könnt ihr jetzt zurück auf die Hand nehmen für ein rotes. Das ist der Wahnsinn. Damit könnt ihr halt wirklich dann sagen, okay, ich ping dich für eins, ich ping dich. Jetzt wird es halt echt widerlich mit der Zeit. Ja, das ist auch stark. Die Lilly macht -2/-1, wa? Ja. Bis zum Ende der nächsten Runde. Schon gut. Boah. Jetzt hast du halt auch einen Finisher auf dem Board. Richtig, weil die Ulti 2-2 Zombies beschwört. Und das in einem exponentiellen Wachstum? Naja, nicht ganz. Naja, 2, 4, 8. Nee, 2, 4, 6. Ach, 2 plus das. 2 plus X. Stimmt. Ja, da wird. Wird geforst. Trophy. Mal Kommando weggeworfen. Ja, man braucht halt fast schon, als Elbenspieler hast du fast schon versucht gewesen, auf das Punishing Fireland zu schießen. Boah, Mit der Trophy wäre das echt gut gewesen. Da mal ein kurzes Erdbeben. Ja, da ist wahrscheinlich irgendjemand gegen die Kamera gelaufen.
was so häufig passiert, leider Gottes. Ich kriege auch immer wieder die Frage, wo wir aufnehmen. Ich sage immer wieder, wir nehmen bei uns im Laden auf den Fischkrieg. Und ihr könnt mir ja bitte mal in die Kommentare schreiben, ihr werdet die nächsten Sachen auch sehen. Und es wird die nächste Zeit auch passieren, aber ihr könnt mir trotzdem in die Kommentare schreiben, wie ihr die Playmat an sich findet, die drunter liegt. Ob ihr lieber verschiedene Playmats habt, ob ihr lieber die Playmats habt von den Spielern oder ob ihr sagt, okay, gerade so durch dieses eingeschränkte Spielfeld können wir das besser sehen. Das wäre für mich mal ganz nett. Ich werde jetzt die nächsten paar Gameplays werden mit dieser weißen Matte sein. Danach werde ich nochmal eine andere Matte ebenfalls mit 60x60 testen. Und je nachdem, wie gut das ankommt, würde ich mit einer 60x80 Matte schauen, ob ich die irgendwie rankriege. Stimmt, ein bisschen breiter. Also. Genau, ein bisschen breiter, damit die Spieler ein bisschen mehr Platz haben. Aber ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Das wäre sehr, sehr cool. Oder ob ihr sagt, Junge, das juckt uns nicht, das sind Spielmatten. Gut möglich. Oh. Next Trophy. Da kann man nichts forcen. Nee. Wir hatten in der Zwischenzeit ist man Young Pyromancer aufs Board geflogen. Ja, mächtig. Mächtig. Ja, vor allem mit dem Punishing Fire. Ja, das macht jetzt halt wird's ganz halt langsam, eins. Jetzt wird es halt langsam echt witzlos. Ja, das ist schon. Müsste noch ein Mountain im Deck sein, ne? Müsste noch ein Mountain im Deck sein, ja. Was? Und noch ein Swamp und zwei Inseln. So viele Basics. Ich würde, ja. Ja, also halt 80 Karten, 30 Länder. Ja, okay, ne? Irgendwie muss man natürlich das Ding Budget halten. Ja, da ist ein Forest. Freut mich übrigens mega, dass Basti diese Forest spielt. Ja, von Julian unterschrieben. Ja, Julian Knapp. Bin ich auf der MKM-Series in Frankfurt, bin ich dem hinterhergelaufen, damit ich die unterschreiben hallo. Kann von ihm. Ja, genau. Hallo, ich habe einen Freund, der spielt Elfen. Der möchte einen unterschriebenen Forest haben. Zwei Stück. Weil er spielt zwei Forests. Und wenn Basti jetzt eine Version spielt, wo er zwei Forests spielt, spielt er die beiden, was mich mega freut. Ja. Finde ich sehr, sehr cool. Das ist mega schön. Das ist ein Abrupt Decay. Das kann sein. Ich sehe es. Das wäre jetzt natürlich nice, wenn man das auf den Ding feuern kann. Boah, ja, zwei Mana, den. Und jetzt wahrscheinlich auf den Ding, den Push, den. Jo. Dann kann man. No way in hell to. Ne, da kommt man nicht raus, wenn man halt keinen Länder spielen kann. Aber man kann halt zwei Karten ziehen, was ganz nett ist. Ja. Eins, noch ein Glimps. Ja. Kaputt. Und da ist der zweite Draw. Schöne Shepard. Aber Shepard bringt dir halt auch nicht viel weiter. Du brauchst halt theoretisch einen Elfen, der drei hinten ist. Ja, oder du brauchst jetzt ein fünftes Mana, wenn Basti Progenitus reingenommen hat. Dann könnte er 4 Mana Ding, ohne dass du darauf reagieren könntest. Weil kein natürliche Kosten geopfert wird. Genau. Das wäre natürlich auch ziemlich mächtig, wenn er jetzt Progenitus rufen könnte. Würde es halt nochmal ein bisschen schneller an die Glock. Mhm. Da muss er aber hoffen, dass. Also wenn er den Shepard legt, muss er aber hoffen, dass kein Counter auf der Hand ist. Nochmal ein Glimps. Noch Glimps. Ja, ich glaube, hier geht es wirklich um die. Um den Versuch zu drawen, was man kann, um auf die 5 Mana zu kommen. Vielleicht noch den Progenitus rauszubekommen. Ist der Draw okay? Der Draw ist okay. Jo, der Draw sagt. Kannst du machen. Ist denn. Macht man. Ist denn der Draw okay? Nein, auf den Draw Punishing Fire zurückholen und den einen Elfen abschießen. Ja, sehr, sehr wichtig. Weniger wegen dem Kontern, mehr wegen dem Cradle. Der Cradle, ja. Die macht dann nie mehr als ein Mana. Genau. Ja, dann zieht man eine Karte. Dann kommt der ins Spiel. Hat man einen Green Sun noch? Oh, jetzt hat man aber nur Länder und Tutoring. Ja, das sind halt noch mehr Länder. Mehr Länder sind halt nicht gut. Vor allen Dingen noch eine Cradle. Ja. Das ist ja zweimal. Zweimal Dings, zweimal Natural Order, ein Green Sun, die Cradle und ein Decay. Ja, das ist nicht so stark. Das ist halt echt nicht gut. Green Sun für 0. Ja, holt man sich halt eine Dryad, die stirbt halt auch. Ja, darauf muss man aber, glaube ich, jetzt das zweite Punishing Fire zocken. Oder war es ein Punishing Fire auf der Hand? Weiß oder? Ich gerade gar nicht. Sehen wir, glaube ich, jetzt. Ne, ist ein Snappy. Ja gut, das will man auf jeden Fall nicht. Oh, Snappy Drown in the Loch, wa? Drown in the Loch oder man geht einfach auf den
Push schon mal, um den einen wegzuhaben. Ist halt dabei ganz wichtig, dass man hier die weghaut, weil das Problem einfach besteht, dass man sonst Dried Arbor holt und mit Dried Arbor beschützen kann. Das ist schon ein Stock. Genau. Und so hat man jetzt halt gleich, weil du kommst, bekommst das Punishing Fire nur einmal auf die Hand. Und so hat man nächste Runde Board Clear und dann hauen für 1, 5, 6, 8. Ja. Das ist schon nicht schlecht. Das ist die Frage. Das ist schon gut. Man kann, und natürlich, was der Draw ist. Der Draw sind hier natürlich gerade auch wichtig. Auch sehr, sehr relevant. Draw, da könnte man schon. War das ein Duck? Das ist ein Duck. Das ist ein Duck. Duck ist jetzt halt nur Mill 2. Ja. Außer mit einem Yuriko und Yuriko. Man muss ja nicht Karten abwerfen. Man kann ihn einfach plussen. Stimmt, May. Ja. Oder? Bin ich gerade echt nicht sicher. Ich auch nicht. Kann auch gut sein, dass er wirklich Discard 2 ist, Draw 2. Es gab auf jeden Fall die Möglichkeit, bis 2 zu haben. Aber ich glaube, das war ein anderer Planeswalker. Ich glaube auch, das war ein anderer Planeswalker. Waren das die Zwillinge? Die Sand Ripples ziehen einen und werfen einen ab. Bei nicht Sand Ripples, Ja, die Kinder. Ja, nee, Duck ist tatsächlich 2 ziehen, 2 abwerfen. Engine Explosives und ein Land, was ist nicht so schlimm? Nee, die Explosives sind aktuell egal. Da schmeißt man nicht den. Man hätte aber tatsächlich hingehen können und hätte Punching Fire auf die Hand nehmen können. Schau mal. Und dann plussen können. Ja, dann hätte man aber keinen Punching Fire. Ja. Doch, es wäre genau dasselbe. Man hätte aber aussuchen können, was man discardet. Ja, ja, aber man hätte keine Möglichkeit gehabt, unter dem Gegnerzug noch auf die Hand zu nehmen. Nee, aber wenn man jetzt was Besseres gezogen hätte als Removal, Lily oder ähnliches. Also hier versucht man, glaube ich, das Punishing Fire zu nehmen, damit man eine Auswahl hat. Ja, aber dann wird die. Es macht keinen Unterschied, ob man es macht oder nicht. Es sei denn, man zieht was Gutes. Ja. Wenn man ein schlechtes zieht, wirft man es halt in den Grave. Und ich glaube, die Auswahl wäre hier auch genauso im Grave gelandet. Ja, wahrscheinlich. Gut, jetzt natürlich ein bisschen gefährlicher, wenn man jetzt ohne alles da steht, mit der Hose unten. Ja, okay, aber man hat das Punishing Fire im Friedhof und der Gegner hat. Ich habe halt immer noch so ein bisschen die Angst vor Progenitus, aber ich glaube, es ist relativ irrelevant, weil da halt auf jeden Fall 4, 5, 6, 7 Schaden durchkommt, das Punishing Fire dann 8, 9 schießt und man gibt dem Gegner ein Leben. Damit ist man tot, selbst wenn man blockt mit einem Progenitus. Ja. Man braucht hier eine zweite Kreatur. So, und ich glaube da. Oder ein Removal. Ein Removal auf den Pyro. Yes. Der kommt halt. Das ist okay. Das ist passiert. Ich denke, da gibt's, hätte es schlimmer treffen können. 6, 7, jetzt sind es halt 7 Schaden. Ja. Ist die Frage, was man von der Top ziehen kann. Punishing Fire wäre Liefel. Punishing Fire wäre Liefel, genau. Ja. Wird Eternal Forager? Ja. Da würde ich jetzt mal Duck plussen. Einfach Duck plussen. Nochmal 2 nehmen. Oh, Plague Engineer. Plague Engineer ist Liefel. Plague Engineer ist Liefel, wenn man genug Mana hat. Und das hat man. Ja, Spoiler-Alarm. Da liegt und genug. Da wurde ja im Endeffekt genau das gemacht. Man hat eine Karte auf der Hand behalten, um es machen können. Dann hätte er auch hier wieder das Punishing Fire zuerst nehmen können. Ja. Da kommen 7 und dann hat man noch 1 und dann schießt noch ein Leben, schießt den Schaden. Ja, cool. Bam. Cool. Die coolen Glumandas. 1-1. Für Game 3 ist man mit Punishing Duck wieder on the draw. Wie wichtig ist es, Draw and Play zu sein? Ich glaube, Draw ist wichtiger, damit man, wenn der Gegner gerade erst 2 Mana hat, im Zweifelsfall auch mal schon einen Dings spielen kann, Plague Engineer. Weil Elfen können Turn 3 relativ gut töten. Ja, stimmt. Und dadurch, dass du halt, wenn der Shepard liegt, keinerlei Möglichkeit für Interaktion hast, bräuchtest du eigentlich schon diesen einen Vorteil, damit es gut läuft. Außer du hast eine Hand, die wirklich Removal noch und nöcher hat. Hm. Das sieht schon mal schlecht aus. Elfen hält. Was hat Elfen da? Ich habe auf jeden Fall einen Shepard gesehen. Pendelhaven. What the fuck? Sehr, sehr stark gegen Punching Fire. Ja, kann man aber umspielen.
Ja. Die man so End of Turn, Punishing Fire, okay, Pendleven, Mind Turn, Punishing Fire macht. Ja. Aber es frisst halt Ressourcen ohne Ende. Ja, ja, und man muss das. Ja. Deswegen. Und Punishing Luck spielt Wasteland? Zwei Stück. Okay, immerhin, dann kriegt es auf jeden Fall los. Ich dachte gerade, okay, sonst kriegt man das ja auch nicht los. Das wäre auch voll doof. Das sind eine Menge Basics. Das sind eine Menge Basics, aber ich glaube, das war auch schon. Ja. Die Frage, was da jetzt ist. Jo. Elben Spieler, ist es derselbe Move oder ist es jetzt endlich mal der Shepard einfach? Turn 1 ja. Shepard, ja. Wahrscheinlich, weil man ein Follow-up für Turn 2 hat, was yes. Protected werden muss. Das ist ein Merktide. Okay. Panda. Black Engineer ist gut. Der Black Engineer ist gut, ist die Frage, was die Hand sagt. Black Faden ist gut. Man hat ein Land, ist eigentlich voll okay, oder? Ist eigentlich okay. Man könnte jetzt natürlich argumentieren, okay, man versucht was Schnelleres zu finden als Removal für den Shepard. Ja, weil der Shepard ist halt dann nächste Runde, wenn der Duck, wenn der Dings kommt, ist der Shepard halt schon zwei Runden im Play, ne? Ja. Das ist halt ätzend. Oder man versucht halt wirklich den Shepard zu nehmen. Das ist dann, okay, man entscheidet sich hier für den Removal Search. Ja, weil Turn 2, wie gesagt, Elfen Turn 2 Kill ist, glaube ich, in den aktuellen Listen. Ist möglich, wenn ein anderer Elf gespielt wird. Stimmt, dem der Quirion Ranger, oder? Ich glaube, es muss ein Mana-Elf gespielt werden. Und ach davon so. Spielt das Deck halt nicht mehr wirklich viel. Stimmt. Beziehungsweise halt der Green Sun Zenith Start fällt da drunter. Ich glaube, ja. Den müsstest du spielen. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ob die überhaupt noch Lanova-Elf spielen, weiß ich nicht. Ich habe ja kein Deck dafür. Basti? Deck. Richtig. Zack, zack. Card Draw und Beat für 1. Mhm. Okay. Also hier sieht schon so aus, als hätte man versuchen können, mit dem Pleco was zu das machen. Mal gucken, ob man Removal hat man nicht gezogen, weil Land hat man gezogen. Land gezogen. Ich sehe das auf der Hand aber auch nicht. Nee. Sehr, sehr schwierig. Das ist halt jetzt echt ätzend. Oh. Jetzt natürlich der alles entscheidende Turn. Also wenn hier jetzt nichts kommt, hätte man den Black Engineer haben können, sollen, müssen. Wenn man jetzt hier natürlich mit was rechnet, hätte man Removal searchen können. Ist natürlich die Frage, wenn man es macht. Glimps ist schon mal kein gutes Zeichen. Nee, Glimps ist nicht doll. Boah. Auch nicht so geilste Zeichen. Das ist die Frage, Land ob man jetzt noch nicht genug Cradle hat. Ah, kein Mana-Elfen, ne? Das stimmt, das ist absolut kein Mana on board. Aber das, was nicht ist, kann sich ja. Ne. Lol. Ist wieder nur ein Cycle gewesen. Das ist halt echt nicht gut. Nee. Aber hier, ja, Fetch, man versucht halt wirklich noch auszudünnen. Das Problem ist halt, glaube ich, man hat so ein bisschen das Problem, dass man hier einfach so viel Luft drin hat aktuell. Ja, und die Draws waren auch nicht wirklich gut. Die Draws waren nicht wirklich gut und ich glaube, da ist auch einfach viel Land auf der Hand. Ja, das kann sein. Also auf der anderen Seite habe ich ein Ding noch gesehen, ein Natural Order. Das heißt, wenn der Shepard jetzt nicht weggeht, kann man nächste Runde ein Elf machen oder End of Turn Fetch of Dryad Arbor into... Genau. Dann räumt man da einfach weg. Stark, wir haben Wasteland. Kann den Gegner zumindest ein bisschen zurücksetzen. Und einem selber stört es jetzt nicht so krass, weil du hast jetzt nicht so viel vor, was zu tun. Das ist halt die Frage. Ja. Gib ihm für das Pendel. Achso, stimmt, du hast nicht. Achso. Ach, da erinnere ich mich, weil ich dachte, das Pendel wäre eine Cradle. Achso. Ah, okay, ja. Weil Cradle hätte wesentlich mehr Mana gemacht. Yes, für die wäre man auch gegangen, aber für Panel hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Aber auch hier geht dann in Fetch. Das ist halt die Frage, was da jetzt kommt, ne? Was die Hand halt generell sagt. Stimmt, sehr freundlich von Basti, by the way. Er hätte auch einfach sagen können, du hast Westland gespielt. Da wir auf Competitive-Niveau spielen. Gut. Frage ist trotzdem, was passiert jetzt? Ja, man hatte jetzt 3 Mana. Oh, ist das einfach eine 3-3 Merktide? Nee, ist sogar nur ein Forager. Hat er was drin? Er hat einen Bonner drin. Immerhin. Wow, also ist die Hand komplett Grotte. Ja, die Hand muss richtig schlecht sein. So, jetzt kann man es genau. Ja, war auf jeden Fall noch 3 Länder. Das 3 Länder plus Merktide kennen wir und ich glaube, das letzte ist ein Force, ja. Ah, natürlich richtig gut, wenn man da so einen kleinen Shepard entgegenschaut. Ja. Da heißt, man macht jetzt effektiv gegen das Play, was jetzt kommen könnte, nichts. Nee.
Ja, der hat den Natural Order hat er auf der Hand. Ja, ne? Ja. Ja, das heißt, man macht jetzt effektiv gar nichts. Nee, das ist over. Man geht jetzt für... 10, 9, 1, 2, 3, 4... Das sind, glaube ich, 19, ne? Ja. Müssten 19 sein, 6, minus 5, 3 von dem sind 10. Wir bei 8. Plus er hat jetzt gerade noch den Elfen gezogen, der Mana macht, wenn er 3 Elfen tappt. Was das Ganze jetzt noch 4 Banana macht und eine Cradle und oh Gott. Okay, dann macht man einfach den. Ja, und dann für ins Gesicht. Das war nur Land, ja. Sehr, sehr schade. Trotzdem sehr, sehr cooles Deck, Punishing Duck. Aber trotzdem hier 2-1. Da kommt der scheiß Elfen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wenn ihr das Deck interessiert, wie gesagt, morgen kommt das Deck-Tag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dahin. Ciao, ciao.